Hey Leute, hier bleibt Rack'n'Ray und ich mache hier ein kleines Tipps und Tricks zum Spielen Slenderman. Als erstes habe ich hier ein kleines Bild, wo hier das Slenderman zu sehen ist. Wie man sieht, er hat keine Augen und gleich komme ich dazu, den Zettel, Notizen und alles. So, der erste Zettel, ich lese mal kurz hier alles vor, schön. Don't look or it takes you. Also, nicht umdrehen. Oder nach rechts schauen, sonst sieht er dich oder er kriegt dich. Der nächste Zettel, der zweite, oben, erste Reihe. Das ist eine kleine Karikatur, wie er im Wald steht oder wie wir im Wald stehen. Und herumirren, um alle Zettel zu finden. Leave me alone, der nächste Zettel, also lass mich allein, da so eine Art. Der letzte Zettel in der Reihe, help me, also helf mir. So, die zweite Reihe. No, no, no. Also nein, 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 nein. Erklärt sich das Bild ja schon von alleine. So, der nächste Zettel ist der beste Zettel, wo ich irgendwie so finde. Also die nächsten zwei, das sind... Also, das heißt Always Watches, No Ace. Das heißt so viel wie... Er hat keine Augen, aber er sieht dich. Und der nächste Zettel, Can't Run. Also ich kann nicht rennen oder... Dazu komme ich später nochmal, dass man nicht rennen soll, weil wenn man rennt, dann weiß halt der Slenderman, der schlanke Mann, wo man ist und er kann einen besser sehen oder hören. Na, er folgt einem halt besser und man wird schneller geschnappt. Der nächste Zettel und auch der letzte heißt Follows, also er folgt dir. Ja. So, gegen Ende kommt jetzt gleich noch das Beste. Also ihr müsst es unbedingt ganz angucken, weil da kommt noch das Allerbeste. Hier sieht man noch schön, also am Schluss kommen noch die Regeln und alles, was man nicht machen soll. Hier sieht man noch schön die Zettel, wie sie in echt aussehen, also im Wald und alles. Ihr müsst es unbedingt noch am Schluss angucken, das ist das Allerbeste. Und da kommt nochmal die Karte hier und alles. So, jeder fragt sich bestimmt, wie die Karte aussieht, wie die von oben aussieht, mit Licht und alles. Weil niemand weiß ja so... Es geht ja nur im Dunkeln rum und alles. Ja, und das habe ich hier mal ein Bild rausgesucht, wo man schön sieht. Und am Schluss kommt nochmal die Karte, wo die Zettel versteckt sind. Also wo die sein könnten oder eigentlich auch immer sind. Das zeige ich am Schluss nochmal. Auf jeden Fall bis zum Schluss angucken, weil da kommt auch das Beste. Noch die Regeln und alles. So, und jetzt übersetze ich die Regeln hier, wo hier unten stehen, ganz unten. Steht alles auf Englisch da, ich habe es nur alles übersetzt und die lese ich jetzt vor. So, die erste Regel. Es gibt 10 mögliche, also keine Regel, es ist eher so, wisst schon. Es gibt 10 mögliche Standorte, bei denen 8 Standorten die Seiten sein können. Also, es kann bei 10 Sachen, also es gibt insgesamt 8 Zettel. Und es ist immer unterschiedlich, weil ein Zettel kann sich mal oder zwei können sich mal austauschen. Wo die sein könnten, dass die nicht immer am gleichen Ort sind. So, und die zweite Regel, der Schwierigkeitsgrad steigt mit jeder Seite, wo man einsammelt. Das heißt, der Slenderman wird schneller oder auf Deutsch, der schlanke Mann, der wird immer schneller und verfolgt einen immer schneller und ja. So, die Regel Nummer 3. Versucht immer in kreisförmiger Weise, um die Karte zu laufen. Von Anfang dann zum Silo, dann zu den großen Steinen und weiter gegen den Uhrzeigersinn. Man sollte immer gegen den Uhrzeigersinn laufen, weil der Slenderman meistens immer rechts von einem ist. Deswegen sollte man sich nie nach rechts drehen, weil da könnte er in jedem Augenblick stehen. So, und jetzt kommen wir zur nächsten Regel. Regel Nummer 4. Wenn die Seite nicht im Tunnel ist, also wie gerade gesagt, die Seite tauschen sich immer aus. Wenn die nicht im Tunnel ist, dann ist sie beim einzelnen Tanker, also der Single Tanker oben links und oben in der Mitte. Sieht man das, dann tauschen sie sich immer so aus. Einmal ist er im Tunnel, einmal ist er beim Single Tanker oder Tanker. Und ja, ist gleich ja umgekehrt, wie auch immer. So, die Regel Nummer 5. In der Mitte, da sieht man ja die multiple Bedrooms. Das heißt so viel wie mehrere Bäder, also mehrere Badezimmer. Das ist ziemlich schwierig, wurde bei den Regeln gesagt.
weil es ja ziemlich eng ist. Am besten sollte man rasch und schnell durchgehen. Das wird vorgeschlagen. Weil der Slenderman nur einmal da drin ist, ist es schwierig, wieder herauszukommen. So, jetzt kommt die sechste Regel. Nicht die Shift-Taste drücken, um zu rennen. Ja, das sprintet man ja so. Sonst bekommt der Slenderman Spuren und er findet euch schneller. Sobald ihr die sechste Seite habt, nicht aufhören zu laufen. Immer weiter gehen und nicht auf nach rechts gucken, weil da steht er genau neben dir. Also, jetzt kommt die achte und letzte Regel. So, zu der achten und letzten Regel muss ich noch was sagen. Es ist keine Regel, es ist nur eher eine Aufforderung. Spielt nicht mit zittrigen Händen, Schmerzen im Handgelenk oder Taubheit in den Bauen. In den Bauen, ja, vor allem in den Beinen, also taub, dass man nicht mit tauben Beinen spielen soll. Keine Ahnung, frag mich nicht. Am besten noch nicht mit, am besten noch mit einem Freund spielen, weil dann macht es noch mehr Spaß. So, jetzt komme ich am besten. Mach ich genau jetzt. Jetzt komme ich zu dieser Karte hier. Einen Moment, ich muss ja noch kurz wieder öffnen. Weil hier sieht man jetzt, wo die Zettel versteckt sind. Ne? Das zeige ich jetzt. Einen Moment, das ist hier jetzt das Bild. Hier sieht man jetzt zum Beispiel unten rechts beim Silo. Da kann er ins Rand kleben. Bei den großen Steinen rechts in der Mitte. Und oben an der Wand, oben rechts, das gehe ich immer im Uhrzeigersinn, gegen Uhrzeigersinn meine ich. Dann bei diesen Silos, ne, das sind keine Silos, das sind die Türme, sag ich jetzt mal. Da kann noch eins sein, links im Tunnel oder beim Tanker, Single Tanker, beim einzelnen Tanker halt. Wo ich vorhin gesagt habe, wo sich immer abwechselt. In der Mitte bei den mehreren Bädern, hinten an den Gastanks in der Mitte, links hinten an diesem Dixie-Klo, sag ich jetzt mal, und ganz unten links an diesem Baum. So, es ist so, es sind 10 Zettel zu sehen. Wie gesagt, es sind immer nur 8 Stück im Spiel, aber die tauschen sich aus, zum Beispiel mit dem Single-Tanker und dem Tunnel. Die tauschen sich da immer schön aus, dass sie nicht immer am gleichen Ort sind. Ja, okay, das war es auch schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt es fast draus gelernt und ihr schafft es jetzt weiter in diesem Spiel. Vielleicht schafft es, oder ich mache demnächst vielleicht auch mal noch ein Gameplay, wo ich alle 8 Seiten dann finde. Oder ich schaffe das Spiel. Jo, wenn es euch gefallen hat, gebt mir den Daumen hoch und abonniert mich. Dann mache ich auch noch mehr Videos. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.